Die Corona-Krise und die Reaktion der Staaten darauf mit Billionen an Rettungsprogrammen der Notenbanken, die Dinge tun, die sie noch nie getan haben, die bedeuten faktisch das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kannten. Das hat heute der amerikanische Millionär und Investor Cooperman gesagt, und er hat da einen guten Punkt, denn wenn die Staaten die Risiken für die Menschen und für die Firmen nach unten absichern, dann werden sie zur Finanzierung dieser Rettungsmaßnahmen eben auch die Chancen nach oben deckeln. Doch dazu gleich mal mehr. Heute Morgen hatte ich ein Video gemacht über Schweden, den Weg Schwedens, den abgeglichen mit allen anderen, und habe versucht, eigentlich das offen darzustellen. Hat Schweden recht? Das wäre natürlich im Sinne aller Supergute, wenn der schwedische Weg sich als der richtige erweisen würde, oder hat mehr oder weniger die Restwelt recht? Ich habe versucht, das denkoffen darzustellen, habe nicht gesagt, der schwedische ist falsch, der andere ist richtig, und war erstaunt, wie heftig teilweise der negative Zuspruch von einigen gewesen ist. Das hat mich insofern überrascht, als ich eben versucht habe, das Ganze hier denkoffen darzustellen. Und viele meinten dann, ja, natürlich ist der schwedische Weg der richtige, gibt es gar keinen Zweifel. Aber faktisch weiß doch niemand, welcher Weg richtig ist. Das werden wir erst in den nächsten Monaten, vielleicht Jahren erst sehen, wenn wir sehen, was zum Beispiel in Schweden passiert. Erst dann werden wir wissen, was wirklich der Fall ist. Dementsprechend bin ich überrascht über die unglaubliche Expertise von einigen, die meinten, ja, das ist ja auf jeden Fall der schwedische Weg, und ich wäre sozusagen ein Mainstream-Systemling etc. etc. Also selten so einen Unsinn gehört. Da wollen viele offenkundig nur ihre Weltanschauung reiten, geradezu pseudoreligiös. Da wird sozusagen überhaupt nicht mehr auf Argumente, auf Erkenntnisorientierung Wert gelegt, sondern es geht nur noch um das Wiederholen der eigenen Weltanschauung. Aber sei es drum, wir wollen jetzt zum Thema kommen, nämlich zum Kapitalismus und seinem Ende, so wie wir es kannten. Hier sehen Sie Leon Cooperman, der in den USA sehr, sehr bekannt ist. Capitalism as we know it will likely be changed forever, hat er heute gesagt, und spricht von lasting implications, also von andauernden Implikationen. Und er sagt hier, wenn die Regierungen eben die Abwärtsrisiken auffangen von Firmen und Menschen, dann werden sie eben auch die Aufwärtschancen begrenzen zur Finanzierung eben dieser immensen Krise und der Kosten, die sie verursacht hat. Warum muss er das tun? Weil er ja die ganze Geschichte gegenfinanzieren muss. Er muss es ja irgendwo holen. Die Verschuldung kann nicht ewig ins Nirvana steigen sozusagen. Also da hat nach meiner Auffassung Cooperman einen absoluten Punkt. Wir werden jetzt erstmal sehen, das Gießkannenprinzip, alle werden irgendwie jetzt mit Geld versucht zuzuscheißen, auf Deutsch gesagt. Aber irgendwann kommt eben dann auch die Daumenschraube, wo man dann eben für diese Gelder eben Gegenleistungen fordert seitens der Staaten, sei es über, naja, bestimmte Dienste, die man von den Leuten erwartet, sei es, dass man eben zum Beispiel steuerliche Abschreibungen nicht mehr ermöglicht, dass man zum Beispiel Dividendenzahlungen nicht mehr erlaubt oder noch eingeschränkt, dass man Aktienrückkäufe nicht mehr erlaubt oder nur eingeschränkt. Das ist das, was auf uns dann noch zukommen wird, und dann ist der Kapitalismus, wie wir ihn kannten, in der Tat wohl erledigt. Schauen wir uns mal an, was Sven Hendrik dazu sagt. Die Fed kauft Junk Bonds und betreibt unlimitiertes QE. Die EZB kauft jetzt auch Junk Bonds und betreibt QE. Die Bank of Japan, die kauft jetzt auch schon unlimitierte Bonds und alle ETFs sozusagen auf. Die Zentralbanken, so Sven Hendrik, und da hat er nach meiner Auffassung recht, zerstören letztendlich die Wirtschaftsstruktur. Sie haben vor allem keine Exit-Strategie. Wie soll das jemals enden, wenn man in einer solchen Politik ist? Na klar, sie versuchen das System irgendwie am Laufen zu halten, aber wo ist da nochmal der Weg aus dieser ganzen Geschichte? Kann es da einen Weg zurückgeben? Ich glaube nein. Das ist schon ein Stück weit die Bankrotterklärung des Kapitalismus. Da wundert sich zum Beispiel Lloyd Blankfein, der ehemalige Goldman Sachs-Chef, dass er gesagt hat, ja, was mich im Finanzbereich am meisten wundert, ist, dass angesichts der explodierenden Verschuldung der USA Investoren offenkundig bereit sind, für eine 10-jährige Anleihe sich mit einem Zins von 0,6% zufrieden zu geben. Und da hat Blankfein natürlich einen Punkt. Noch ist man zufrieden mit 0,6%, aber irgendwann, wenn diese ganze Geschichte weiter so explodiert, diese Schuldenbombe so weiter eskaliert, dann werden viele sagen, vor allem wenn die Inflation irgendwann dann mal anziehen wird, nee, 0,6% reicht nicht, da brauche ich einen fetten Risikoausgleich in Gestalt einer höheren Rendite, höherer Zinsen. Das ist nach meiner Auffassung das, was dann kommen wird. Wir hatten heute, man kann ja schon sagen, geradezu katastrophale Daten. Wir sehen hier
die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, der Service 17,1. Wir hatten ja noch lange Werte über 50, sogar noch Anfang des Jahres. Das heißt, wir expandierten in diesem Bereich. Jetzt 17,1 in Deutschland. Das Gewerbe hält sich besser mit 34,4. Woran liegt das aber? Weil im Bereich Gewerbe Lieferzeiten eine Rolle spielen und dadurch, dass die alle auf Lager derzeit auf Halde produzieren, wenn sie überhaupt produzieren, beziehungsweise aufgrund der gesprengten Lieferketten gar keine Produkte bekommen, die sie dann weiterverarbeiten können, verlängern sich die Lieferzeiten. Und verlängerte Lieferzeiten sind qua Definition positiv, weil man denkt, ja, wenn die Lieferzeiten lang sind, dann ist die Nachfrage hoch. Das ist derzeit natürlich nicht der Fall. Insofern sind diese ganzen Daten aus dem Gewerbebereich ein Stück weit verzerrt. Wir merken, dass diese Krise jetzt in Deutschland wirklich die Konsumenten erreicht hat. Wir haben einen absoluten historischen Tiefpunkt des GfK-Konsumklimas. Diese Umfrage ist gemacht worden, als diese ganzen Lockerungsdiskussionen noch nicht der Fall sind, sondern alles zu war. Also hier sehen wir, dass jetzt auch die Konsumenten natürlich extrem vorsichtig werden, weniger Geld ausgeben werden, Jobverlust befürchten. Das ist dann eine Abwärtsspirale, die sich weiter entzünden wird. Und die sehen wir vor allem in Frankreich, das ja den Lockdown noch verlängert hat. Da haben wir zum Beispiel den Servicebereich, den Dienstleistungsbereich bei 10,4. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind Werte, die hat man noch nie gesehen, auch nur annähernd noch nie gesehen, schon mal gar nicht in der Finanzkrise. Aber auch den Amis geht es nicht so richtig gut. Wir sehen hier Einkaufsmanager-Index Dienstleistung auf 27 gefallen. Das muss man sich mal vorstellen. Und wir sehen hier oben die neuen Erstanträge um und bei in der Erwartung mit 4,4 Millionen. Unten sehen wir die Continuing Claims, die fortgesetzten Anträge, jetzt um und bei 16 Millionen das Niveau. Wenn wir jetzt uns mal angucken, was das Faktische bedeutet, dann haben wir jetzt eine Arbeitslosenquote in den USA, die ja sozusagen ihre Jobs viel weniger absichern als zum Beispiel jetzt in Deutschland mit Kurzarbeit und diesen ganzen Geschichten. Die Leute werden nicht sofort arbeitslos, sondern im Prinzip in den Firmen erstmal gehalten. Das ist in den USA nicht der Fall. Wir haben jetzt eine Arbeitslosenquote von 16%. Wenn wir jetzt im Mai nochmal 10 Millionen neue Arbeitslose bekommen, das wären also pro Woche dann 2,5 Millionen, also deutlich weniger, als wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben. Nehmen wir mal an, es wären 10 Millionen, dann hätten wir eine Arbeitslosenquote von 22%. Das ist noch knapp unter dem Peak, unter dem Hochpunkt, das wir gesehen hatten, bei 24,9% im Jahr 1933. Also so schauen die Dinge derzeit aus. Jeff Gundlach, der Bond-Guru, hat einen interessanten Punkt heute gebracht. Er hat gesagt, dieses Rettungsprogramm PPP, Payroll Protection Program, das wird dafür sorgen, dass einige mehr Geld verdienen durch diese staatlichen Zuwendungen, als sie faktisch mit ihrer Tätigkeit verändert haben. Und das wird es schwer machen, vor allem für kleinere Firmen sozusagen, wieder zu öffnen, die Leute dann wieder zu motivieren, auch wirklich weiterzumachen. Und wenn wir uns mal hier eine Umfrage anschauen, die ich extrem interessant finde, da werden nämlich Amerikaner zum Beispiel gefragt, ja, was willst du denn machen mit diesen staatlichen Geldern, wenn sie denn kommen? Dann antworten mehr als 30%, ja, da will ich sparen, ich will sozusagen Rücklagen bilden. Andere sagen, ungefähr 27% sagen, ja, die brauche ich für die täglichen Ausgaben. Etwa 22% sagen, die brauche ich, um meine Schulden runter zu bezahlen. Aber Purchases, also sozusagen Dinge, dass man Dinge neu kauft, das sagen nur 4%, das muss man sich vorstellen. Das heißt, dass der ganze Konsumsektor, der in den USA ja so wichtig ist, vor einer nicht gerade grandiosen Zukunft steht. Das ist leider der Fall. Wir sehen jetzt auch in den USA übrigens, wie Lisa Abramovic hier zeigt anhand eines Berichts, dass wir jetzt schon 14 Zahlungsausfälle hatten in den USA. Jetzt kommt noch Neiman Marcus dazu und Acorn. Damit wären wir sozusagen auf dem höchsten Niveau seit 2009 im April. Auch hier also sozusagen jetzt die Kette an Firmenpleiten, die kommen wird. Aber jetzt haben wir natürlich auf der einen Seite die Wall Street, die heute hausiert. Warum? Weil der Ölpreis gestiegen ist. In der Summe ist er immer noch maßgeblich und massiv gefallen. Aber das reicht heute für eine Rallye. Und das Interessante und fast Ironische ist, seit wir diese katastrophalen Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe haben, ist der S&P noch nie gefallen. Also in den letzten Wochen, also seit dem 23.03. an den Tagen, an denen diese Erstanträge veröffentlicht wurden. Wir sehen, dass wir jetzt praktisch extreme Bewertungsniveaus vor allem im Nasdaq weiterhin haben. Das ist so nur vergleichbar mit der Bubble 2000, in dem Jahr 2000, in der Dotcom-Bubble. Also hier wirklich
unprecedented, wie die Amerikaner sagen. Wir sehen das auch in Europa jetzt, die Small Businesses, die kleinen Firmen. Wir haben hier in der Eurozone um und bei 23 Millionen kleine Firmen, dass da 30% sagen, wir sind 55% sagen, wir fürchten den Bankrott, 30% sagen, wir werden das wahrscheinlich nicht überleben. Also das ist ein Firmensterben, das eben nur durch diese staatlichen Gelder aufgehalten werden kann. Und diese staatlichen Gelder wiederum, das war eingangs das Thema, werden dafür sorgen, dass der Kapitalismus, wie wir ihn kannten, nicht mehr funktionieren wird. Jetzt hat heute Lagarde, Mitglieder des Europäischen Rates, tagen ja heute, um wahrscheinlich dieses 2-Billionen-Programm zu beschließen. Da hatte Lagarde gesagt, naja, wir erwarten mindestens 9% Rückgang des BIP in der Eurozone, vielleicht wären es aber auch 15%. Man müsse jetzt flexibel reagieren und Lagarde hat auch gesagt, naja, das, was bisher passiert ist, das reicht nicht. Wir sehen, dass, um nochmal das Thema Schweden aufzugreifen, dass hier die schwedische Wirtschaft nicht wirklich viel besser dasteht. Da hilft es eben nicht, wie Andreas Steno Larsen, ein sehr netter Typ übrigens, hier zeigt, da hilft es nichts, dass ein paar Restaurants in Schweden auf sind, wenn die Restwelt im Lockdown ist. Da sehen wir ganz ähnliche Charts im Grunde in Schweden wie in anderen Ländern. Die Märkte gleichwohl spielen weiter heile Welt. Wir sehen, dass die Volatilität deutlich zurückgegangen ist. Wir sehen aber, dass die Differenz zwischen Wall Street und Main Street, also zwischen den Playern an den Finanzmärkten und den real existierenden Menschen und ihrer Wirtschaft extrem groß ist. Hier schön eingezeichnet die Entwicklung des S&P 500 auf der einen Seite und der Bloomberg Weekly Consumer Comfort Index, also wie fühlen sich die Konsumenten. Da geht es weiter ungebremst nach unten, aber der S&P geht nach oben. Schauen wir uns dann die Charts doch mal an, gleich dazu passend. Hier sehen wir, was sehen wir hier? Den Dow Jones, der vorhin jetzt offenkundig ein kleines Kerzchen nach unten gemacht hat, nachdem er die ganze Zeit nach oben gelaufen ist. Da habe ich jetzt noch keine Nachricht, was da passiert ist. Aber ich weiß, dass die Charts von Capital.com sind, meine Damen und Herren. Jetzt schauen wir uns den DAX an, was der aus der ganzen Geschichte zaubert. Auch leicht nach unten jetzt nach der Rallye zuvor. 10.430, wir sehen Euro-Dollar 1.813, wir sehen Gold, das sich weiter gut hält bei 1.725 und die Öle. Da haben wir Brent Crude Oil, das ist US Crude Oil bei 18,83 $. Der Kapitalismus, wie wir ihn kannten, der ist jetzt zu Ende, zumindest absehbar, wann es einen Exit aus dieser Notenbankpolitik geben kann und wird, wann es einen Exit aus diesen immensen staatlichen Aufwendungen geben wird, ob das alles einigermaßen auch nur so wird wie zuvor, das ist erstmal zu bezweifeln, zumindest für die nächsten Jahre. Und das wird uns jetzt vor ganz neue Herausforderungen stellen. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und werde mich heute an die Elbe begeben und für Sie neue Beobachtungen machen in Sachen Konjunktur, menschlichem Verhalten und der allgemeinen Bösartigkeit. Also bis dann, Servus und Ciao.